Hallo meine Freunde, willkommen hier auf Let's Jay. Erst die guten Neuigkeiten. Die Welt ist im Top-Zustand. Ein Bürgerkrieg in Russland. Loyalisten der Regierung gegen Ultranationalisten Rebellen und schlappe 15.000 Atombomben. Also nur ein normaler Arbeitstag. Khaled al-Assad, im Augenblick der zweitmächtigste Mann im Mittleren Osten. Es heißt, er hat das Öl, hier der King zu werden. Die Aufklärung hat ein Auge auf ihn geworfen. Und die schlechten Neuigkeiten? Heute stößt ein neuer Typ zu uns, frisch aus der Grundausbildung. Er heißt Soap. Ja, willkommen hier auf Let's Jay mit der ersten Folge Let's Play Call of Duty Modern Warfare 1 Remastered. Ja, und damit darf ich direkt schon mal ankündigen, es starten hiermit die Shooter-Wochen auf Let's Jay. Shooter-Wochen eigentlich selbsterklärend, aber ich erkläre es nochmal. Wir werden einfach eine Reihe geiler Shooter spielen. Wir werden eine Menge neuer Let's Plays mit neuen Titeln anfangen. Und in diesen Shooter-Wochen auch primär diese Shooter spielen, aber auch nach den Shooter-Wochen werden wir diese Shooter weiterspielen, bis wir sie durch haben. Und jetzt darf ich euch schon mal viel Spaß wünschen. Schön, Sie zu sehen. Moment bitte. Ich habe das Gefühl, der Sound ist irgendwie noch zu laut, obwohl vielleicht war das auch gerade nur in der Zwischensequenz. Let's go. Der Gewehre vom Tisch. Ja, Mann, eins der Gewehre. Na dann, oh, warte mal. Hot Coffee, geil. Grafik ist auch cool hier im Remaster. Sie kennen das Spiel. Aha. Auf zur ersten Station und mit dem Gewehr zielen. Okay, Meister, wenn du möchtest, dann mach ich das. So, hier ist das Licht an, also möchte der das schießen. Okay, schießen Sie jetzt aus der Hüfte auf die Ziele. Wer macht denn sowas? Nun zielen Sie mit Ihrem Gewehr, Soap. Also, schießen Sie jetzt mit der Zielvorrichtung auf jedes Ziel. Jetzt werden die Ziele von etwas Sperrholz verdeckt. Sperrholz? Kugeln werden dünnes, schwaches Material wie Holz, Putz und Blech durchschlagen. Schießen Sie durch das Holz auf die Ziele. Ja, ich sehe die Ziele. Ach, da hinten. Gut. Jo. Hier tauchen nacheinander Ziele auf, eins nach dem anderen. Ja. Treffen Sie alle so schnell wie möglich. Ah, lieber. Wirklich gute Arbeit, Kumpel. Holen Sie sich nur eine Pistole. Das der letzte war ja richtiger Fail-Move. Eine Pistole. Meinen Sie mich damit, Sir? Hm, eine Milone. Oh. Was ist das, Terminator? Okay. Ja, dann würde ich sagen. Gut, jetzt wechseln Sie auf das Gewehr. Ziehen Sie jetzt Ihre Pistole. Denken Sie dran. Zur Pistole zu wechseln ist immer schneller als nachladen. Alles klar, Soap, hier geht's lang. Mit dem Messer sind Sie noch schneller als beim Wechseln auf die Pistole. Zerschneiden Sie die Wassermelone. Okay, mal ein paar Worte zu den Shooter-Wochen. Also, wir spielen alle Call of Duty-Teile, alle Military-Style Call of Duty-Klon-Spiele und noch eine Menge anderer Games, bei denen ich meine, die kann man durchaus ins Shooter-Genre eingliedern, auch wenn die vielleicht teilweise ein bisschen Open World oder Roleplay mäßig sind, aber mal gucken, das ist sowieso viel zu viel, was wir auf der Liste haben. Es wird, ja, mal sehen, ob wir das alles schaffen. Aber Eile mit Weile, also vielleicht schaffen wir nicht alles in den Shooter-Wochen, aber wenn wir das jetzt für Jahre in Angriff nehmen, schaffen wir das schon. So, jetzt zerschnibbeln wir erstmal die Melone hier. Sauber, Ihre Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Danke, Mann. Captain Price möchte Sie sehen. Wow. Die Melone, da kriegt man schon Bock auf mehr. Captain Price, ne? Bis später. Wo ist er denn, der gute Captain? Mit dem Sprengstoff. Wo ist denn hier Sprengstoff? Was ist denn das für ein Secret-Zusatz hier? Na, Jungs? Ja, ihr seid hier hart am Ballern, okay. Sprengstoff habe ich hier jetzt gar nicht gesehen. Hier sind auch keine Ziele mehr. Keine Ahnung. Hast du noch was für mich? Oh, ein Käffchen. Nein, okay. Boah. Delicious Fruits mit Sicherheit. Chips, auch nicht schlecht. Aber bei den Temperaturen, naja.
die Militärbasis. Alles klar. Also man sieht schon, hier ist geschäftiges Treiben. Dann laufen wir mal vorsichtig lang. Ja, die Jungs hier sind busy. Einfach geil, oder? Hallo. Ja, okay, die Tutorial-Mission ist sicher nicht das Spannendste für euch, aber es ist halt auch in Call of Duty geil gemacht. Man hat hier überall was zu sehen. Es wirkt, wow, absolut lebendig und so. Es ist schon toll. Der Truck ist auch einigermaßen realistisch. Ja, drei Achse, okay. Ein Russentruck. Warum steht ein Russentruck? Na ja, gut, man fightet gegen Russen, das macht Sinn. Vielleicht sind wir ja auch irgendwo in der Nähe von Russland. Haben die das nicht sogar im Intro gesagt? Oh, ist das ein Buddy hier? Du suchst mich, ja? Er ist der neue Sir. Hi. Nehmen Sie nicht so hart ran. Es ist sein erster Tag. Oh. Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Wie hat einer wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? Halt die Fresse. Soap, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Alle anderen ab zur Beobachtung. Für diesen Test müssen Sie das Frachtschiff in weniger als 60 Sekunden meistern. Gas hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Ja, viel Glück. Den werden wir auch nicht schaffen. Über die Leiter da drüben. Brechen. Na dann, fuck you, man. Ist mir voll der harte Butzi. Sehr unsympathisch, dieser Herr Bryce. Ach, so geht's hoch. Muss ich gar nicht reinspringen, muss ich nur connecten und schon geht's hoch. Nehmen Sie die MP5 und 4 Blendgranaten auf. MP5. Auf mein Zeichen aufs Deck und zur Position 1. Danach die Treppen runter auf Position 2. Dann zur Position 3 und 4 und meinen Anweisungen bei jeder Position folgen. Oh Mann, Alter. An das Seil, wenn Sie bereit sind. Oh, was habe ich denn da alles an das Seil? Ich bin bereit. Let's go. Los, los, los! Treffen Sie die Ziele! Position 2, los! Move, 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 move. Zack, 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 zack. Wo ist Position 2? Hier, oder was? Shit, da runter. Okay, alles klar, alles klar. Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! LB, hier. Blendgranate durch die Tür. Position 4, treffen Sie die Ziele. Position 5, los. Was macht der Stress, ey? Treffen Sie die Ziele. Wow. 6, los. Blendgranate durch die Tür. Treffen Sie die Ziele. Finale Position, los. Zack. Rennen Sie zum Ziel. Okay, Soap, genug, das muss reichen. Das muss reichen, das sehe ich auch so. Wenn Sie noch eine Chance wollen. Ach Quatsch, wir wollen hier einfach schöne Let's Plays machen, man. Ich muss hier echt nicht der Beste sein. Hauptsache Spaß und geiles Gameplay, so, okay. Alles klar, da landen Typen und wir sollen da zum Monitor kommen. Hier oder was? Gentlemen, ja, die bitte? Frachtschiff-Mission läuft. Oh, Frachtschiff. Wir starten um 0200. Wegtreten. Das klingt nach Spaß. Also dann, Meister, wir sehen uns. Rekrut, ja klar nehme ich Rekrut. Das ist doch ganz klar. Also die Zwischensequenzen, auch wenn ich den Sound leiser stelle, es tut mir sehr leid, aber die Zwischensequenzen bleiben laut. Deswegen, ich bin mal besser still in den Zwischensequenzen. Viel Spaß. Bravo, Team. Die Infos kommen von unserem Informanten aus Russland. Das Paket ist an Bord eines Frachters. Estland Registriernummer 52775. Ein paar Mann Besatzung und Sicherheit an Bord. Irgendwelche Weisungsregeln? Besatzung entbehrlich. Okay, das war's dann schon. Alter, wie der Sound reinknallt, ey. Da sieht man auch die wacky Programmierung von Wannabe, Blizzard und Activision, die halt einfach nur noch abgefuckt sind. Aber trotzdem ist es geil. So, let's go. Ah, erstmal schön deine Zigarre, Mann. Der Boss hier, der hat auch zu viel Hollywood-Zeug gesehen. Egal. Wir fliegen da jetzt mal rein und übernehmen das als Spezialeinheit. Grünes Licht. Los, los, los.
go. Oh. Waffenfreigabe. Ja. Okay. Yeah. Feuer einstellen. Gas, bleib im Vogel, bis wir das Deck gesichert haben. Yeah. Oh yes, jetzt geht's ab, Alter. Das ist geil. Ich fühle mich richtig Bubitzer-mäßig strong mit einem riesen Elefanten-Superschwanz. Einfach absolut, yeah, spezialeinheitenmäßig. Ja, das war's, Wodka Brother. Rechts safe, links auch. Abfall. Klar, eine Mülltonne. So, und jetzt gehe ich hier lang. Down. Oh. Oh. Gute Nacht, ihr Schwein. So, ich muss mir wie immer alles hier anschauen. Ist einfach so. Ich sehe. Oh, eine Küche. Geil. Doch, sieht schon sehr geil aus. Oh, was ist das? Kann ich das nehmen? Ah, kann ich nehmen. Sehr schön. So. Zack, zack, weiter geht's. Low, low, lows. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Splinter Cell Double Agent. Die dritte, zweite oder dritte Mission, wo man auch... Okay, der Hubschrauber gibt uns Deckung. Saved uns hart hier. Geil. Let's go, let's go. Alles sicher hier. Shoot and scoot. Da sind zwei auf der Plattform. Ich sehe sie. Wo denn? Ah, da, alles klar. Waffenfreigabe. Ja, Ziel neutralisiert. Holt euch die Schweine. Ziel erledigt. Da muss man gar nichts machen. Ich habe ein gutes Team. Die haben alles im Griff hier. Okay, dann gehen wir mal da rein, oder? Oh, schön auch mit dem Wasser hier und so. Alter, das ist schon echt geil. Ich freue mich schon auf die ganzen anderen Teile. Wir haben Gesellschaft. Ja. Ich weiß, dass es teilweise vom Gameplay hier im ersten Teil frustig wird. Das ist nicht so gut gebalanced. Da werden wir dann ab und zu uns durchmoschen müssen. Ja. Oh jawohl, der Hubschrauber gibt uns hier sowas von... Close Air Support. Okay, verstanden. Danke für die Hilfe, Jungs. Und weg ist er. Wir sind auf uns allein gestellt, Leute. Aber das schaffen wir schon. Bereit. Die spare ich mir für den Nahkampf. Ja, man, hol's dir, Bro. Verdammt richtig. Auf ein Zeichen. Los! Ja, kein Problem. Move. Bewegung. Die Ecken überprüfen. Hier. Rechts sicher. Links Tür. Vorwärts. Okay. Go, go. Bis da hinten wahrscheinlich nichts. Rechts sicher. Treppe gesichert. Ach, das sieht so schön aus. Das muss man sich einfach alles anschauen, Leute. Da geht's sogar hoch. Was ist da los? Secret Level? Nein. Easter Eggs? Hm, vielleicht. Okay, und dann gehen wir wieder hier runter. Auch schön, dass man sieht, dass man richtig so eine Maske auf hat und so. Alles klar. Let's go, let's go. Alles safe, nicht wahr? Bewegung rechts. Bewegung rechts. Das andere rechts. Jo, ihr habt alles im Griff, Leute. Erledigt. Alles klar. Gang gesichert. Lade. Überprüft eure Ecken. Sicher. Bereit, Sir. Vorwärts. Bereit halten, auf mein Zeichen. Hm. Bin bereit. Alles klar. Yes. Bereit, Meister. Oh, shit. Jo, Achtung. Und go, 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 go. Oh, oh, oh. Steg sicher. Gebe Deckung. Weiter.
Na dann. Rollen, rollen. Ha, da machst du nichts mehr, du Ruski. Keine Ziele in Sicht. Vorderer Bereich sicher. Andere Seite lang. Nah zusammenbleiben. Ja, Mann. Keine Aktivität. Gas, rechte Seite. Bin dran. Sieht ruhig aus. Ruhig bleiben. Ja, man. Keine Ziele in Sicht. Oh, hier einer aus China. Chung Wen. Bereit, Sir. Da kann ich nur sagen. Mo Chinko Wu Fan La. Ich habe gegessen. Allerdings Kaffee. Bewegung rechts. Oh. Oh. Vorwärts. Oh, dann habe ich so weggeheddert. Seht ihr das hier? Eieiei. Ja, ich meine, das ist hier ein Frachtschiff mit minimaler Besetzung. Das ist für uns Spezialeinheit eigentlich ein leichtes. Formieren. Bereithalten auf mein Zeichen. Nicht zu schnell, Leute. Nicht zu schnell. Zwei bereit. Oh, ich höre jemand. Bereit. Auf mein Zeichen. Los. Go. Loading. Alter, du hast mir die Deckung geklaut, du Sunboy. Du Sunboy. Wow, ja, kommt ruhig her, ist kein Problem. Ja, eine Splittergranate, na dann, Frag out. Auf gut Glück. Ups. Ja, der Typ da. Toll, wo kommen die jetzt alle her hier? Sind aber ziemlich viele. Boah, wo kommen die denn auf einmal her? So, dann gehe ich hier mal ein bisschen nach vorne. So, ich muss mich jetzt darauf verlassen, dass die Boys da links von meinen Kollegen geownt werden. Und dann nehmen wir die hier mal etwas in die Zange. Vielleicht. Ah, verdammt. Ah, doch. Doch, noch erwischt, okay. Oh. Okay, der Price geht da rüber, dann gehen wir hier parallel rüber und voll das Special Move hier. Guck mal, tak, kinomäßig von beiden Seiten. Sehr schön. Ich empfange starke Signale, Sir. Ich auch. Ah, da müssen wir rein. Nuklearer Nerf 6. Um das mal wie Arnold Schwarzenegger zu sagen. Hier spricht Bravo 6. Wir haben es gefunden. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern. Keine Zeit, Bravo 6. Zwei Flieger sind schnell zu euch unterwegs. Nehmt mit, was ihr könnt und dann nichts wie raus da. Die bewegen sich schnell. Vermutlich Mix. Hauen wir ab. So, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! La 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 la. Jetzt nur kein Stress, Leute, ja. Alles klar, alle mal nach oben. Pronto! Pronto. Ich folge euch einfach mal. La 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 la. Wie ist euer Status? Sie sind schon im Helikopter, Sir. Feindliches Flugzeug nähert sich. Scheiße, sie von... Scheiße, sie... Boom, bang. Bitte komm. Bravo 6, wie ist ihr Status? Scheiße, was zum Teufel ist passiert? Das Schiff sinkt. Oh nein, tatsächlich. Big Bird, hier Bravo 6. Wir sind auf dem Weg nach draußen, Marsch! Let's roll, baby! Ja, Mann! Ich meine, das Schiff sinkt, was soll das? Wieder aufstehen, geh mir! Ja, würde ich gern. Da kommt jetzt, glaube ich, die erste Jump-Einlage, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Und das ging auch meistens beim ersten Mal schief.
Oh, hier zum Beispiel. Achtet auf die Rohre! Ja genau, wieso komme ich hier jetzt nicht durch, Mann? Mann, wo denn jetzt? Hier rechts oder was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh shit. Oh shit. Oh, das Ding hat aber schon gut Schräglage hier. Oh, komm schon, Baby, komm schon. Wow, the heat is on. Fuck, warum kann ich hier nicht raus? Wo hinten, wo lang? Oh, da hinten. Oh, das scheiß Schiff geht unter. Fuck me, Alter. Wo zum Geil ist er da? Ist er. Oh, bitte, 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 bitte. Wow. Oh, shit. Ey, ey, Jungs, Hilfe, Hilfe. Oh, danke, man. Gut gemacht, Price. Sag nie wieder was Schlechtes über dich. Alter, wie wir gerockt haben, oder? Yes, Leute. Und ich würde sagen, die erste Mission haben wir im Kasten. Und viele weitere Folgen. So viel ist schon mal sicher. Was denkt ihr eigentlich? Wird es dieses oder nächstes Jahr ein Modern Warfare 3 Remaster geben? Ja, also ich denke auf jeden Fall, es wird ein Modern Warfare 3 Remaster kommen, weil es ja jetzt den ersten und zweiten Teil auch gibt. Und ich denke, es wird auch alle anderen älteren Spiele als Remastered geben. Nur ob es dieses Jahr noch kommt, das, der Dreier oder nicht, das weiß ich nicht. Ich hoffe, aber wenn es nächstes Jahr kommt, ist auch okay. Weil man sieht es ja hier im ersten Teil und wir werden es auch noch später im zweiten Teil sehen. Es rockt schon die Remasters. Die Remasters, ja. Oh, und wir sind hier der gekidnappte Präsident und in diesen südöstlichen Ländern hat man nichts zu lachen, wie man sieht hier auf der Straße und auch da oben das Warship. Da ist ein Menschenleben nicht viel wert und Law and Order eher ein Fremdbegriff. Ich lebe noch, ja. Aber nicht mehr lange vielleicht. Mann, was geht hier ab, hey? Ja, aber auch wenn es jetzt kein Remaster gibt, die Originale, finde ich, kann man auch noch spielen. Klar, am Anfang denkt man sich, ja, die Grafik ist ein bisschen veraltet, aber wenn man dann erstmal so in der ersten Mission drin ist, dann verschwimmt gutes Gameplay, gute Story mit, ja, damals guter Grafik und alles ist easy. Easy. Oh, 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 das war's, Mädchen. Was rennst du auch weg? Oh, fuck. Also die Terror-Boys hier, die übernehmen die Stadt. Und ich als Präsident, ich kann schon spüren, ich habe hier nichts mehr zu lachen. Kippenstummel haben sie auch drin, sehr schön. Oh, und so ein Teppich, der darf nicht fehlen. Das ist eigentlich geil, das sollte ich mir mal abgucken hier mit dem Teppich. Hat schon Style irgendwie. Und sie trinken Kaffee, das gefällt mir. Sehr sympathisch, die Jungs. Renn um dein Leben, Kleiner. Extrem geil gemacht, oder? Oh, da versteckt sich auch noch einer. Ja, ich hab dich gesehen.
Also, das wird hier extrem krass, falls wir da... Boah, sind das Wichser, ey. Die killen ja die gesamte Stadt. Ja, falls wir da mit unseren Freunden aus den USA einmarschieren, wird das ein harter Ritt. Die ganze Stadt ist ja eine riesige Militärfestung. Die Boys kommen. Huldigt uns. Ja, so muss es sein. Die freuen sich, dass sie mich gekidnappt haben. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl. Au. Aber überhaupt kein gutes. Was haben wir denn da für einen? Oh. Oh nein. Das ist der Hinrichtungspfahl, oder? Leute, man kann doch über alles reden. Man kann doch über alles reden. Oh. Ich dachte schon, der knallt den ab. Oh, fuck me, Alter. Ey. Dafür kommst du in die Hölle, Mann. Also das, das wird Konsequenzen haben. Boah, es ist schon wieder zu heiß, gell? Ist es hier noch... Christ, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Sag ich ja. Die Amis haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Nein. Aber in weniger als 3 Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Stabil, Mann. Also holen wir Nikolai raus, ja. Und wir werden ihn rausholen. Naja, sag ich doch. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Nein. Bewegung. Ja, ich wollte sagen, es ist früh am Morgen und ich gebe mein Bestes, hier mein Gaming Cave kühl zu halten. Aber es ist schon wieder so heiß, das ist zum Kotzen, hey. Also. Zu kalt ist sicherlich auch nicht angenehm, wenn man rausgeht und so, aber nein, warm ist nicht gut, wenn man draußen ist und sei denn, man geht schwimmen und ist mit hübschen Frauen unterwegs oder man sieht welche. Ja, und zum Zocken auch nicht so geil. Also, mal schauen, wie viele Folgen wir heute noch aufnehmen hier. Die Loyalisten erwarten uns etwa einen halben Kilometer nördlich. Abrücken. So. Was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießen nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das wird eine Stealth-Mission, das sehe ich schon. Wir sind hier getroppt und holen jetzt Nikolai raus. Hoffentlich. Oh, da vorne ist einer. Waffenfreigabe. Good shot. So, wir haben Schalldämpfer, okay. Wo ist Sam Fisher, Guys? Ach, da ist noch einer. Yep. Gotcha, Bro. Nice. Ja, als kleines Recon-Team müssen wir Nikolai ohne großes Aufsehen und Geballer rausholen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Oh, da ist wieder einer. Warte. Ich komm, warte. Bin ja schon fast da. Oh, hat er ihn wegflashbanged? Gute Arbeit. Ja, sehr gute Arbeit. Kamarov und seine Männer erwarten in einem Feld nordwestlich von hier. So, dann schalte ich mal den Fernseher aus. So. Okay, wo seid ihr jetzt lang? Jungs, ihr könnt auch nicht so unprofessionell hier vorrennen. Da lang. Das erinnert mich an Splinter Cell Blacklist, die Brücke, da läuft man doch auch durch. Boah, Leute, wie ich Bock habe, die ganzen Military Shooter mit euch zu zocken, das wird so fett, freut euch schon mal drauf.
Wir haben, ich sag jetzt mal übertrieben ausgedrückt, jahrelang Unterhaltung und dann rücken ja auch neue Games nach. Also hier auf Let's Chase braucht ihr keine Angst zu haben, dass es euch noch So, mal dann darf langweilig wird. Helmholtz vor der Tür platzieren und dann den Lockvogel spielen. Und was platzieren? Ja, klar, eine Claymore. Warum gehen wir da nicht lautlos rein und machen einen Neckbreaker? Eine Claymore, das macht ja auch überhaupt kein Lärm hier, gell? So, das muss reichen, den Lockvogel spielen. Ja, und jetzt? Jetzt laufe ich voll in die Claymores rein. Boom. Macht ja nix. Das sind die eigenen Claymores. Boah, das habe ich aber hart gefehlt. Ohne Büchse, nice. Okay. Gute Arbeit. Mashallah. Oh Jungs, ja die Claymores, toll, ja. Die sind dann quasi nur so, falls wir flüchten müssen, die Backup-Lösung oder wie? Naja. Dann ist das halt so. So, hier auch wieder schön die Treppe benutzen. Alles klar, weiter geht's. Ready, let's go. Warte noch, warte noch. Oh Mann. Aha. Riechst du das, Gas? Ja, Kamarov. Oh, Kaffeemaschine. Oh, und zwar eine richtig gute hier. Ich rieche auch Kamarov, der wird hier irgendwo sein. Freunde oder was? Willkommen im neuen Russland, Captain Price. Strazuce. Was ist das Ziel? Wir müssen einen Informanten rausholen. Die Ultranationalisten haben Gut getan. BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Tja, aus einer Recon-Mission wird jetzt ein Infiltrationseinsatz. War ja Von voll mir scheiße. aus, jetzt Das haben wir war aber knapp. hier Durch die Maiwuch-Signale. echt ein Mega-Squad am Hier Start. lang. Von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Oh, YouTube, ey. Das wird noch richtig krachen hier. Ja, bitte. So, hier rüber. Hier oder was? Oh fuck, was geht denn da ab? So, hier runter. Bewegung. Ja, wo So, denn? hier rüber. Verdammt, wo seid ihr denn? Und wer schießt da? Ah, da hinten sind sie. Scharfschützen in Oh. Position. Gas, die linke Flanke decken. Verstanden. Decke linke Flanke. Ja, da links decken, alles klar. Okay, was geht's? Was geht? Was brauchst du, Bruder? So, wechseln Sie zum Scharfschützengewehr. Ja, schon erledigt, man. Und jetzt? Ja, und jetzt? Ja, toll. Und jetzt? Wechseln Sie So, zu... schalten Sie die MG-Schützen an den Fenstern aus, damit Kameras Männer das Gebäude stürmen können. Hab ich. Zumindest einer. Wo ist der andere? Oh, da ist noch einer. Treffen Sie den anderen MG-Schützen durch die Wand. Hab ich. War nice, Alter. Bin ja der absolute American Sniper 2, sozusagen. Ups. Ups. Oh, Raketentyp. Oh, das war hoffentlich keiner von uns. Ja, laden wir mal. Ja, Jungs, ihr könnt ja auch schießen, oder nicht? Und überhaupt, ist der Typ nicht schon down hier? Ist da noch irgendwo ein NG-Typ? Scheiße, Feindhubschrauber! Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamerad. Ich Tja, habe auch jetzt nicht ist gesagt, aber dass so. es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor ihnen schützen. Hier lang.
Machen Sie hin, Kamarov. Ich will den Informanten. Go, Sie go. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir erledigen die BM-21er und bahnen einen Weg direkt zu Ihrem Informanten. Gar nicht schlecht sein Deutsch. Du Paruski, Noga. Какой статус? Сколько времени я тебе да. нужен? Ладно, я буду разживать, останавливать их. Мы должны это просто из него распрыгнуть. Noch nicht. Eine brenzlige Angelegenheit. Wir bekommen Gesellschaft, Sir. Hubschrauber nähern sich schnell. Oh, Snapshot, Bro. Der ist hängen geblieben. Ja, reicht es oder soll ich da das ganze Mac leer machen? Ui. So, das muss jetzt aber reichen hier. Jo. Oh, das hat ihm gar nichts gemacht. Habt ihr das gesehen? Der steht da und das Splash Damage macht ihm gar nichts. Naja, von mir aus. So, okay. Wo ist da noch einer? Vorrücken, vorrücken. Irgendwo da im Gebüsch, hä? Oder oben. Kommt noch mehr. Upp. Weg mit dem Dreck. Ja, das war auch so eine richtig gecheatete Granate. Die kam aus dem Nix. Schlechtes Game Design. Genauso wie das hier. Wo kommen die jetzt wieder her hier? Oh, 21, 22. Wohlbekommt's. Yeah, Action Jackson ist weggeflogen. Captain Price, meine Männer treffen auf schweren Widerstand. Go, helfen go. Sie ihnen von den Klippen aus. Okay, und unser Informant? Dem läuft die Zeit davon. Ja. Dann helfen Sie uns. Je weiter meine Männer und Blutklumpen Deluxe desto näher kommen wir Ihrem Informanten. Ja, okay, Mann. Wir müssen dem schon helfen, den Jungs hier. So, dann gehen wir hier mal in Positionsschützenreihe und go. Hä, sind das hier unsere oder sind das hier die Bad Boys? Die Bad Boys. Oh fuck. Ein BM-Dingsbums-Panzer. Nicht gut. Da können wir auch nicht viel ausrichten. Ah, das ist einer von den Guten hier, okay. Ja, wo soll ich da drauf schießen? Jawohl. Los Jungs, keep pushing. Da wäre doch zum Beispiel nochmal hier ein... Na, hab ich nicht mehr. Na, Alter. Loading. Ja, was ist das hier bitte schön für eine Schützenbude? Spawnen da jetzt unendlich viele von denen? Wir machen Fortschritte. Ja. Folgen Sie mir zur Stromversorgung. Ja, auf geht's. So, die kriegen das hier jetzt alleine hin. Okay, gut. Da oben, das kann ja nur der Strom sein. Da kann man schon mal parken. Bin da. Und da, jetzt, Meister? Der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen und wir werden... Genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Genug Scharfschützen. Ja, was jetzt, Mann? Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das war doch gar nicht so schwer. Und jetzt setze ich in die das Ecke. Das Haus, oder? Norden und dann Westen links, also hier. Nordwesten, so. Dann los. Genug Scharfschützen. Ha, genug Scharfschützen. Boah, da ist er bestimmt nicht happy, der Ruski. Das bisschen Scharfschützen-Dings hätten wir jetzt auch noch machen können. Sind das hier unsere Leute? Ja. Oh shit, da drüben geht's wieder ab. Da gehe ich hier mal in meine Sniper-Position. Oh, voll verkackt. Oh, und schon besser. Okay, let's go, go, go. Oh fuck, da steht einer. Nein.
bleib erstmal da hinten, oder? Frage. Oh, fuck. Alter, was geht ab, ey? Wer schießt da so krass? Oh, meine Fresse, was geht denn da ab? Oh, zwei. ...21, 22, lutschen, Digga. Ah ja, klar, da hat sie zurückgeworfen. Oh, 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 oh. Wichse! So. Du weißt, was du tust, ja? Achtung, Kreuze. Achtung, Kreuze. Okay, unsere Kollegen. Ja, hab ich. Clear. Shit. Got you, bro. I got you. Oh, shit. Wo willst du denn hin? Alles klar, safe. Scheiße Bewegung, vielleicht lebt er noch. Okay, Leute. Move, move. Und ich hoffe, ihr kommt hier genauso wie wir voll auf unsere Kosten auf Let's Chay. Licht aus. Okay, Strom unterbrochen. Los! Leise. Victor, Elektronik ist ausgefallen. Elektrici. Wo ist Victor? Shit, wo ist Victor? Sascha. Sascha. Warte. Das ist doch noch nicht doch safe. Shit, war das einer von uns da? Wow, weg da, weg da. Immer diese gecheateten Nades. Okay, Mann, ganz ruhig, ganz ruhig. Nikolai. Toiletten Joe. Ganz schön hell hier. Gut, den habt ihr geklärt. Oh, 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 oh. Ey, komm, ey, was war das für eine gecheatete Scheiße? Einfach fick dich. Scheiß geskripteter Tricks. Fuck, Mofo, Hurensohn, 2 Millionen. So, okay. Ah, ist immer noch recht dunkel. Ja. Jetzt weiß gar. Wir sind doch hier, um dir zu helfen. Er ist es. Nikolai, bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, weil ich kann immer noch kämpfen. Oh, wie das abfuckt. Da habe ich mich perfekt reingeschlichen und dann Skript und bum 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 Aimbot und zack. Stirb, du dreckige Sau, du. Los geht's, los geht's! Ja. Du Hurensohn. Ja. So, let's go, 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 go. So, noch einmal nachladen. Und weiter.
Okay. Move, 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 move. Das war doch eine sehr erfolgreiche Operation. Hi, Leute. A drücken. Ja, Bryce, ich weiß genau, was du denkst. Warum musst du das Game eben mit dem letzten Feind so abfangen? Haben die Amerikaner schon Al-Assad angegriffen? Nein, ihre Invasion beginnt erst in ein paar Stunden. Wieso? Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden Al-Assad niemals lebend kriegen. Das kann gut sein. Soap McTavish, den mag ich gerne. Sergeant Paul Jackson. Er ist auch nicht ohne. Ja, die Amis haben natürlich rockige Musik, das muss so sein. Oh, 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 oh. Geballte Power, Baby. Sieht man ja schon kommen. Reese, unsere Aufklärer glauben, Al-Assad in einem Gebäude am Westrand der Stadt gesehen zu haben. Wir müssen den Randbereich sichern und Al-Assad schnappen. Hurra, dann los. Let's go, Baby. Okay, Leute. Ich möchte nicht unhöflich sein. Aber wir machen an der Stelle eine Pause oder einen Break und sehen uns dann zur zweiten Folge Let's Play Call of Duty Modern Warfare Remastered 1 oder Modern Warfare 1 Remastered. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, Daumen nach oben, kommentieren hier auf Let's Play. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.